habe diesen Drehort gewählt, weil ich im Grunde hier immer die Person sein konnte, die ich immer sein wollte. Weil dieser Raum mir immer Geborgenheit gegeben hat und auch, weil dieser Raum mir auch Freunde gegeben hat hier im evangelischen Jugendhaus Königssaal. Ich bin in Oberhausen geboren, bin erst in Osterfeld aufgewachsen und bin dann mit 6 Jahren mit meinen Eltern auf die wunderbare Königssaal gezogen. Momentan studiere ich angewandte Systeminformatik in Essen. Also ich glaube, meine Familie repräsentiert so die Bilderbuchfamilie, die man so haben kann. Meine Eltern leben auch immer noch zusammen. Ich habe einen großen Bruder und dann gibt es halt mich und es gibt auch noch eine Oma. Aber damit hat sich das Ganze auch schon. Ja, meine Mama ist Jutta, ist beeindruckenderweise Unternehmerin und ist auch stellvertretende Vorsitzende der Industrie- und Handelskammer. Also meine Mama ist im Grunde so das Paradebeispiel von Frauen können es auch und zwar besser. Und das finde ich, glaube ich, sehr bewundernswert an ihr. Genauso bewundernswert ist meine Mama, ist in der Türkei geboren. Ist keine Türkin, aber mein Großvater hat da in der Zeche gearbeitet. Und dann ist meine Mama halt da zur Welt gekommen. Und die meisten Menschen finden das auch sehr skurril, dass halt ein Deutscher als Gastarbeiter in die Türkei geht und ein Junge will. Ja, und mein Papa, der kommt aus Niedersachsen. Ist ebenfalls Unternehmer, mit meiner Mama zusammen. Und ist eigentlich studierter Jurist. Mein Bruder lebt in Moskau, hat vielmehr studiert Wirtschaft und hat sein Auslandssemester in Moskau verbracht, hat sich absolut verliebt in die Stadt oder in eine Frau. Und dann war nach Bachelorstudium klar, auch nach Russland, aber er muss jetzt bald wieder ran für den Master. Und zurzeit arbeitet er daher für die BMW AG. Das Verhältnis zu meiner Mutter ist mittlerweile richtig, richtig gut. Also ich glaube, ich habe die coolste Mama der Welt. Ich bin mir da auch ganz sicher. Ich würde das auch notariell bestätigen lassen. Meine Mama ist ein sehr weiser Mensch, ein sehr offenherziger Mensch. Und irgendwie, sie hört auch jedem zu und im Endeffekt versteht sie auch alles. Mein Vater ist an manchen Stellen weniger offenherzig, aber eigentlich, glaube ich, auch ein unglaublich guter Vater, wenn ich ihn entlassen würde. Aber mein Vater und ich haben gewisse Konflikte, die sich auch irgendwie nie irgendwie gelöst haben. Aber mittlerweile läuft es auch wirklich gut zwischen uns, weil irgendwie geklärt wurde so, die Nähe ist einfach nicht. Aber so klappt es gut. Und deshalb ist es da auch mittlerweile sehr, sehr entspannt. Also ich fahre gerne zu meinen Eltern nach Hause und freue mich auch, wenn ich da sein kann. Mein Bruder sehe ich halt, wie gesagt, 2-mal im Jahr maximal. Und da ist das Verhältnis. Mein Bruder und ich leben in komplett verschiedenen Welten. Also mein Bruder glaubt, jeder, der eine gute Krawatte trägt, ist auch ein guter Mensch. Was ich ja nicht glaube. Und trotzdem lebt halt jeder so sein Leben, das ist auch vollkommen okay, ich würde ihm da nicht reinquatschen, er quatscht mir da nicht rein. Und wenn halt diese Welten sich begegnen, dann funktioniert das auch, weil wir wissen, ach komm, in 5 Tagen ist er eh wieder weg und dann ist das auch okay. Ich habe meinen Bruder furchtbar gerne und der ist einfach ein total netter Typ. Ja, meine Kindheit. In der Nachbetrachtung sind manche Erlebnisse vollkommen klar, warum sie so waren. Ich habe zum Beispiel, als Kleinkind habe ich meine Eltern gefragt, wann werde ich denn endlich ein Junge? Weil das für mich eine vollkommen logische Konsequenz war. Man kommt als Mädchen auf die Welt und es wächst einfach weiter und dann wächst daraus ein Junge. Und irgendwie hat das bei mir leider nicht so funktioniert. Ich hatte auch immer schon kurze Haare, also ich fand das auch ganz furchtbar, wenn ich lange Haare haben musste. Und habe auch immer den Friseusen, hat die bequatscht, eine Milliarde ab. In der 2. Klasse habe ich auch zu einer Freundin von mir, das weiß ich sogar noch, da sind wir die Weißenromanstraße mit dem Fahrrad runtergefahren und ich habe zu ihr gesagt, wenn ich groß bin, lasse ich mich umoperieren. Wie ich an dieses Wissen gekommen bin, weiß ich bis heute nicht. Aber irgendwie war das für uns beide auch vollkommen logisch, was das heißt. Weil sie hat auch noch zu mir gesagt, ja warte da erstmal die Pubertät ab, dann können wir ja gucken, ob das mit den Hormonen klappt oder nicht. Ich meine, wie alt ist man in der 2. Klasse? 7? Also das war schon der Hammer.
Ja, und sonst, ja, ich habe mich halt angepasst. Also in der Grundschule fällt das ja nicht auf, wenn die Mädchen noch mit den Jungs spielen. Da ist das ja noch normal. Aber dann so Wechsel auf die weiterführende Schule war dann schon eher schwieriger, weil ich von den Mädchen absolut nicht akzeptiert wurde. Und von den Jungs, die haben sich auch gefragt, was will die denn jetzt hier? Komm, mal flatter mal. Und das war schon eher kompliziert. Also 5., 6. Klasse war jetzt nicht so bombastisch. Irgendwann, also ich war nie komplett freundelos, so würde ich das nicht behaupten, aber es war schon eher eine generelle Ablehnung zu spüren, ja doch. Also ich war ja für mich, innerlich war ich ein Junge, das war für mich ja auch vollkommen klar, aber für die anderen war das ja nicht zu sehen oder zu spüren. Ich glaube schon, dass die das gespürt haben, aber ich glaube, das stand einfach in einem furchtbaren Konflikt mit dem, was sie sehen. Und ich glaube, gerade da so Anfang Pubertät ist man da ja auch furchtbar schwierig irgendwie, selten mit sich selber. Wie soll man dann noch mit anderen Menschen umgehen, die noch anders sind? Ich glaube, das ist, also ich nehme das den Menschen auch nicht übel. Die konnten es einfach nicht und das ist okay. Gott sei Dank kamen dann in der 8. Klasse sozusagen so meine ersten richtigen Mega-Freunde. Und ab da ging es auch eigentlich immer aufwärts, zumindest freundetechnisch, ab der 8. Klasse mit den Noten dann abwärts. Aber ja, sonst, ich hatte richtig Schwein mit meiner Stufe. Die waren richtig cool drauf. Ich meine, in der Oberstufe hatten wir einen schwulen schwarzen Stufensprecher. Liberaler kann doch eigentlich eine Stufe nicht sein, oder? Jetzt mal im Ernst. Und von daher, also von der Schülerseite aus, war mein erstes Outing als Lesbe überhaupt kein Thema. Und dann mein Transmann-Outing, ja, dann ist jetzt halt ein R, ja, scheiße drauf. Das war überhaupt kein Thema. Die Lehrer fanden das eher schwierig. Gerade die Älteren haben mir da immer wieder Probleme gemacht. Mein Rallye-Lehrer hat mir extra eine schlechte Note in meiner mündlichen Abi-Prüfung reingedrückt. Meine Bio-Lehrerin hat mir nur einen Punkt im Abi deswegen gegeben mit den Worten, ja, ich fand, du warst einfach eine bessere Lesbe. Also mein allererstes Outing als Lesbe. Schwierig. Ich habe mich damals über einen Chat in ein Mädchen aus Gelsenkirchen verliebt. So mit 13, 14, also ich glaube genau eine Zeitleiste kriege ich das nicht mehr. Was für mich auch vollkommen legitim war. Ich meine, es ist doch schön, wenn man sich verliebt, dann ist das doch auch gut, wenn man, egal, jetzt Männlein, Weiblein. Ja, fand mein Umfeld jetzt anfangs nicht so. Ich habe meinen Freund für dieses Mädchen verlassen. Im Nachhinein tut mir das Kerlchen auch furchtbar leid, deswegen. Aber er hat es ganz gut verkraftet, glaube ich. So als ich das so dann meinen Freunden erzählt habe, dann war das halt, ja, dann ist sie halt eine Lesbe. So, am Anfang war es natürlich schon so okay, aber es war okay. Ich glaube, das war in der 8. Klasse, glaube ich. So. Meine Eltern waren totschockiert. Totschockiert. Also, meine Mama hat halt gedacht, mit mir muss irgendwas Furchtbares passiert gewesen sein oder weiß ich nicht. Mein Vater hat gesagt, das kann gar nicht, das gibt es in unserer Familie nicht. Also, er dachte noch, dass das wirklich irgendwie genetisch vererbbar sei. Also, da ist, glaube ich, für die schon eine Welt zusammengebrochen, ja. Mein Bruder habe ich es eh nicht erzählt. Du konntest erahnen, aber. So, und das war, dann nach einer Zeit war das auch okay. Ja, ich glaube schon. Aber auch in der Schule war es dann okay.